So, mein Mikro ist an. Sagt gegrüßt, liebe Leute. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS22 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Mittlerweile bin ich schon fast auf der Version 2.1, was das Ganze beinhaltet und so weiter und so fort. Im Verlauf des Abends mehr dazu. Ne? Interessanterweise muss man ja gerade sagen, parallel läuft noch der Kick-Off-Stream von der FarmCon. Deswegen freue ich mich, dass überhaupt ein paar Leute bisher schon hier zu meinem Stream gefunden haben. Natürlich moin, moin in den Livestream-Chat auf YouTube. Dürften wir jetzt schon Anfang nächster Woche sein, nach der Farm kommen. Also dann sind wir natürlich alles schlauer, was es hier alles Schönes, Neues für uns geben wird. Ich bin gespannt. Es wird wunderbar, die weiß es so schön. So, seid gegrüßt erstmal. Vielen, vielen lieben Dank an den Support, an den Dragon mit dem Prime Sub im vierten Monat am Start. Daniel auch. Vielen, vielen Dank für auch schon 19 Monate am Start. Vielen Dank für den Sub. Daniel Dax auch. Danke für den Sub. Mit 3 Monate. Vini mit 222 Bits. Und Eisbär gehört nochmal krasse 1000 Bits. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ah, FarmCon Kickoff läuft gerade. Kurz nochmal zusammengefasst, was hat man bisher gesehen in den letzten 15 Minuten? Erstmal war auch bei den FarmCon Profis, ne? Mikrofon am Anfang aus. Sehr lustig, Grüße gehen raus. Und ja, interessant dann auch noch zu sehen, fand ich. Die neue Holzgeschichte, die Holzstämme scheinen sich ja ein bisschen besser zu verhalten. Das wäre ganz gut, wenn sie die Bäume da ein bisschen optimieren. Neue Geräte im Volvo ist natürlich neu mit dabei. Und es wird eine neue Map geben, wobei das für mich persönlich kein ausschlaggebender Punkt sein wird. Ne? Das ist, glaube ich, verständlich, aber trotzdem gut, dass sie auch in dem Bereich was tun. So, wo sind wir denn hier? Ne? Warte, nee, den brauche ich, oder? Ist durch. Ist durch Autodrive Update irgendwas wieder geändert? Oder habe ich einfach nur den falschen. Da ist er doch. So. Moinsen, moinsen. So, Fett geht vor immer. Ja, also ne. Ich habe tatsächlich auch den Stream nebenbei laufen. Dann kann ich ja noch ein bisschen was sehen. Ich höre es jetzt nicht, was die Jungs da schnacken. Ich sehe sie ja wahrscheinlich auch alle am Samstag. Dann persönlich in Mannheim. Wen von euch, die jetzt schon im Stream sind, sehe ich dann tatsächlich auch vielleicht am Samstag in Mannheim? Oder ist keiner mit am Start von euch jetzt aktuell? Nächster Wegpunkt, Roda 4 Meter. So, der Rolf, der Roper-Rolf. Sei gegrüßt natürlich, weil ich nicht, ob du schon im Stream bist. Vielen, vielen Dank fürs super schnell überarbeiten. Mein Jaule vom letzten Mal wurde schon erhört. Und der wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell abbunkern, denn Rolf hat jetzt den Roper so weit geändert. In NF Marsch Roper Pack, dass der nur noch so schnell abbunkert, wie man die Bunkerkapazität auswählt. Heißt riesiger Bunker, super schnelles Abladen, mittlerer Bunker, mittelschnelles Abladen, kleiner Bunker, langsames Abladen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Super gut, super schnell reagiert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt. Was schon. Zu weit für mich. Ja, das sagt, ne? Ich glaube, mit die weiteste Anreise haben wir wahrscheinlich. Arbeiten ist ärgerlich. Moin, moin. Hi. Hoffe, mein T-Shirt kommt morgen. Wir sind am Samstag da. Sagt Pipistello. Okay. Samstag ab 11 Uhr da. Ja, okay. Was ist in Mannheim am Wochenende? FarmCon. Und es gibt, glaube ich, noch Tickets. Also, wer noch Zeit hat, nicht so weit weg wohnt von Mannheim, Bock hat, ja, im Zweifel mich persönlich mal zu treffen, aber natürlich auch die Präsentation von Giants. Darum geht es ja eigentlich, ne? Aber vielleicht sieht man auch den einen oder anderen und schnackt mal ein paar Worte. Da ist der Rolf, der Roper-Rolf. Den Spitznamen kriegt er jetzt weg. Ne? Roper Rolf, vielen, vielen Dank für das schnelle Überarbeiten. Mega gut. Also Roper Pack hat jetzt bessere Abbunkergeschwindigkeit. Wir müssen aber trotzdem reinhauen. Ne? Unser letzter Schnitt hier steht an. Denn hier Abfahrer rein. Da Abfahrer rein. Jetzt können wir nämlich auch weitermachen und ganz entspannt genau diese Mission hier beenden. Ne? Erstmal überall einfach wieder alle möglichen Abfahrer rein. So. Will der jetzt? Ach so, der ist hier zurückgefahren. Ne? Nächster Wegpunkt. Also ich von hier aus. Dann haben wir nämlich gleich hier die 100% und der Rest ist ja eh von uns. Rufer, danke dir für den Sub. 20. Monat am Start. Und ich habe gerade eben noch übersehen, dass Eisbär noch 5 Subs an die Community verschenkt hat. Vielen lieben Dank, liebe Leute, für den krassen Support. Eisbär hier schon. Ich wollte gerade sagen, die ersten 5 Subs, die verschenkt werden. Vielen Dank dafür. Und der Rufer natürlich auch für 20 Monate. Danke, danke, liebe Leute. Und Rolf ist auch 26 Monate schon am Start. Wahnsinn. Ja, auf der Farm kommen, auf dem Livestream sehen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen neue Map, neue Geräte oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist.
Ihr könnt es ja auch gerne sonst im Livestream nochmal schreiben. Sebastian auch mal moin. Ist gutes Update, ne? Wenn du nicht mehr so übermäßig krass. Ich weiß, also Rolf wird jetzt auch mit Sicherheit welche hören, von wegen, die es blöd fanden. Also jetzt blöd finden, dass er das jetzt so geändert hat, wie es jetzt ist, ne? Da wird es bestimmt auch solche geben. Das ist immer so. Man kann das nie allen recht machen. Ich bin froh, dass es jetzt ein bisschen an meine persönlichen Wünsche, Bedürfnisse angepasst worden ist. Wir werden es jetzt gleich erleben, wahrscheinlich. Dass er nicht mehr innerhalb von 3 Sekunden leer ist, sondern das Überladen jetzt ein bisschen, ja, entspannter verläuft, sage ich mal, ne? Jetzt nicht mehr auf Sack leer, sondern, ja, bunkert halt hier so wie, weiß nicht, ich kenne in echt nicht die Überlage, die Geschwindigkeit. Man hat ein bisschen, also ich habe ja ein Drohnenvideo auf meinem YouTube-Kanal, da sieht man so ein bisschen, wie Zuckerrüben abgebunkert werden. Ja, die sind schon nicht so langsam, ne? Die, da kommt schon was raus aus dem Förderband, aber 3 Sekunden leer war halt ein bisschen too much. Und hier muss man jetzt so ein bisschen gucken, um verhältnismäßig, ob das passt oder vielleicht ein Ticken wieder zu langsam oder immer noch zu schnell ist, man weiß es nicht. Die Farmkommunions zeigen, glaube ich, gerade was zu dem Kubota-Pack, was da alles Neues, Trecker, Pressen, keine Ahnung was. So voll. Zuckerfabrik, Zuckerrüben. ASV-Fan Frankie, danke für den Prime-Sub, 22 Monate am Start. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Moinsen, moinsen. Nordfriesland, da ist auch tatsächlich so platt wie auf der Marsch. Black Forest war in Nordfriesland. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist nicht ausgedacht, die Landschaft hier. Also ich sag mal, die Aufteilung ist fiktiv. Ne? Ihr werdet diese Feldaufteilung in der Art und Weise nicht in Nordfriesland wiederfinden. Aber die Gräben, die Felder, die quadratischen Felder, die Deiche, die Windmühlen, wobei dafür sind hier viel zu wenig Windmühlen. Aber ich habe jetzt performance-technisch, müsste ich wahrscheinlich noch, ach, ne, lasse ich es lieber so, aber theoretisch müsste man dann noch schnell mal 20, 30 Windmühlen mehr aufbauen, denn mittlerweile besteht Nordfriesland eigentlich nur noch, also gefühlt nur noch aus Windmühlen. Mir egal, wie schnell, ich finde es genauso sehr, sehr gut, dass er jetzt ein bisschen entspannter ablädt. So, was mit dem los? Machen wir einmal selber, ne? Kaffeepost. Kaffeeprost, Kaffeeprost. Und danke für den Hype-Train, die Leute. Auf Stufe 4, vielen Dank für euren Support. Ja, im Verlauf des Abends würden wir warten wahrscheinlich noch ein bisschen, ne, bis zur nächsten oder übernächsten Folge. Gibt es mal ein paar Neuerungen zum Marsch und auch zu den Produktionen, werden wir heute Abend auch noch zukommen. Denn Achim war auch fleißig, hat ein paar seiner kostbaren Stunden geopfert, um das Spielerlebnis der Produktionen wieder auf ein besseres Level zu bringen. Was dank Reef-M-Script und dieser Füllstandsanimation von Paletten, die Kombination, da ja jetzt auch wieder möglich ist, dass wir alles im LS19 schon mal hatten, findet wieder im LS22 Einzug. Sehr, sehr schön, LS22, ne? Ebend immer mehr im 19er. Daher, ja, das auf jeden Fall auch erwähnenswert. Werde ich heute Abend noch zeigen und was ich an der Karte so gemacht habe, ne? Und so weiter und so fort. So. Ja, im besten Fall ist, also geht hier schon so gut wie alles rein, ne? Danke, danke, danke für den Support. Stege gönnt der Marina ein, ups, 3-Monats-Abo. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und der Falk mit 3-5. Danke dir, vielen Dank für den Support, liebe Leute. Danke, danke, danke. So, jetzt komme ich auch mal kurz dazu, ne? Kaffeeprost. Gut, das funktioniert. Dann gucken wir nochmal bei dem. Da kommt der andere zum Abfahren. Das passt also auch. Alles gut, alles schick. Der ist jetzt auf seinen letzten Bahn und dann soll er ja gleich zu den nächsten Feldern. Und ach, ich habe das jetzt vergessen. Ich habe es heute Mittag gelesen. Gibt es einen neuen praktischen Mod, den ich mir persönlich vorstellen könnte für mich. Ich weiß nicht, ob er funktioniert, ob Panic Pity ihn schon getestet hat. Oder jemand aus dem Team oder jemand aus dem Chat. Und zwar ist es so ein Miet-Mod, wo man nicht einfach nur wie jetzt eben auch schon seine Fahrzeuge mieten bzw. leasen kann. Und hat dann auch die Option, wohl das Fahrzeug jederzeit zu kaufen. Mit einem vergünstigten Beitrag, der berücksichtigt, was für Leasingraten und Miete man schon bezahlt hat.
Also um das mal ein bisschen ja, anschaulich darzustellen, ich sag mal, ich kaufe mir oder ich leihe mir hier irgendein Gerät, das kostet 100.000. Das kostet mich ja pro Tag ein bisschen Miete. Das kostet mich pro Ingame, pro Betriebsstunde kostet es mich noch was und es kostet eine pauschale Grundgebühr. So. Und jetzt entscheide ich mich, ich leihe mir das, zahle ja immer schön meine Miete und kaufe mir das Ding nach 3 Monaten. Ich sag mal, bei mir jetzt hier zum Beispiel nach 3 Monaten. Dann wird mir alles, was ich schon bezahlt habe, an Leasingraten von dem Kaufpreis von dem Trecker oder von der Maschine abgezogen. Das heißt, es ist echt ein praktischer Mietkauf sozusagen. Also man mietet erstmal und irgendwann hat man wieder genug Geld, um das zu kaufen. Oder man gibt es eben zurück. Ist für mich, glaube ich, echt ein guter Mod. Ist auch realistisch, weil man zahlt in der Regel dann immer ein bisschen mehr, als wenn man ihn direkt kaufen würde. Hat das jetzt schon jemand von euch getestet? Ähnlich dem Gebrauchtwarenmarkt. Ja, nur dass man es eben mietet, ne? Und dann halt monatlich Miete zahlt oder halt betriebsmäßig Miete zahlt. Ein Fahrzeug, das man nur rumstehen hat, hat ja keine Betriebskosten, Stunden, Miete oder nur wenig. Dafür ja logischerweise aber trotzdem die Tagesmiete und die Grundgebühr, ne? So, sind die Mähwerke nicht ausgeklappt? Vielleicht soll ich auch vorne anmachen. Könnte helfen. Ich hoffe auch, schon mal als kleiner Spoiler, dass die Performance in Zukunft von der Luzerne mal wieder ein bisschen besser wird. So. Ein Kurs geladen, das wollen wir aber. Wir sind hier auf 11, auf Feld 12 dürfte das wohl sein. Holger in Mannheim morgen zu sehen, nee, am Samstag, ne? Holger eigentlich vor Ort? Moin, also einfach nur Leasing, was? Interessant, ich finde es da glaube ich auch, gerade für die teuren Geräte, die man dann erstmal vielleicht ein Jahr mietet. Eigentlich will man ihn ja kaufen, aber man weiß, okay, ich kaufe mir den erst in der, also ein Häcksler wäre für mich nachher so ein Beispiel, würde ich erstmal auf die Art und Weise wahrscheinlich finanzieren, heißt okay, ich zahle erstmal Miete und Gebühr je nach Nutzung und dann kaufe ich mir den nach 2 Jahren. Und dann kostet er mich nicht mehr 400.000, weil ich habe vielleicht über die 2 Jahre schon 150.000 Euro Miete und Leasing gezahlt. Und dann zahle ich halt da nur noch 200 oder 300 oder 200, na, egal, ihr wisst es. So. Also ich glaube, es ist für mich ein ganz guter Mod, sofern er funktioniert und, nicht, und hier fehlerfrei ist. Ne? So, ich habe es aber nicht geschafft und nicht mehr daran gedacht, jetzt vor dem Stream den zu installieren. Was wollte ich jetzt? Grasfeld 12, Big M laden, aktivieren, zurück. Auch ein Big M. Ja, auch so ein Kandidat, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, jetzt muss man sagen, ist der letzte Schnitt des Jahres, den wir gerade machen. Da lohnt das wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Aber ansonsten, im nächsten Jahr, im Frühjahr, zum ersten Schnitt, wäre es auch eine Option. Holger ist nicht da. Das ist aber von dir doch fast gar nicht mal so weit weg, oder? Ich meine, das kann ich natürlich, glaube ich, zu fast jedem sagen. Weil das ja aus meiner Sicht betrachtet gar nicht so weit weg sein kann. So, also viel weiter weg als wir geht ja gar nicht. Ja. 98% Zuckerfabrik Zuckerrüben. Ja, ich glaube, wir müssen das tatsächlich, also diese Ladung geht dann noch an den Bahnhof. Weil noch haben wir das Ziel nicht ganz erreicht, ne? Aufstellen, das war doch am Bahnhof abzugeben. Ich gucke lieber gleich nochmal. Selbst für Gerd aus Holland müsste doch Mannheim auch gar nicht so weit weg sein. Danke dir für Verschenken von einem Sub. 617 Mal hat der Gerd hier schon verschenkt. Vielen Dank, Gerd. Vielen, vielen, vielen Dank. Und Kupferbart ja auch noch mit dem Prime Sub ein halbes Jahr schon. Vielen, vielen Dank. Das ist über Gras mit 2 Erntereifenstufen. Das heißt, der zweite lohnt sich auf jeden Fall einen Schwung mehr als der erste. Ja, schön warm wird es wohl in Mannheim, ne? Und 30 Grad, aber wir hatten gestern wohl auch schon hier unseren Übungstag, denn selbst wir hier an der Ostseeküste
im Norden von Deutschland hatten gestern 34, also irgendwas zwischen 33 und 36 Grad. Unglaublich viel für unsere norddeutschen Verhältnisse, echt krass. Zum Glück nur einen Tag so warm, ne? Aber trotzdem, also arbeiten gestern, das war kein Vergnügen, sage ich euch. Vor allen Dingen sitzt das Büro so ein bisschen schön auf der Sonnenseite, da wandert die Sonne praktisch schön über den ganzen Tag rum. Also pauschal die ganze Zeit warm und sagen wir mal, wir sind, ne? Man sitzt da mit Anzugshose und hier Hemd und da vegetiert man so vor sich hin, ne? Fast 6 Stunden fahren. Guck mal, Gerd, das geht doch. Also wir fahren mehr. Nach dem Motto, wir können dich ja dann irgendwo einsammeln. Musst du nur irgendwo quer rüberfahren und dann sammeln wir dich ein. Ja, guck mal, 39,8 und dann habt ihr auch noch so eine furchtbare stehende Hitze da unten. Ich bin gespannt. Ich hab leicht geschwitzt. Ne, Sibas hat's gesagt. Was hat Sibas gesagt? Also tatsächlich in Nordfriesland war das laut hier Wetter gar nicht so warm gestern. Ich hatte auch mit meiner Mutter telefoniert. Also die haben mal nicht gerade so die 30 geknackt. Bei denen war es eher so in den Ende 20ern. Das war noch ein ganzer Schwung weniger als hier ein paar Kilometer weiter an der Ostsee. Passt nicht ganz mit der Anhängerladung. Egal. Ja, und immer schön Abstand halten auf der Farm kommen, ne? Keine wilden Umarmungen oder sonstiges. Nee. Warten wir, dass die Farm kommen in Holland, dann ist man 42, ist auch unerträglich krass. Also für mich waren die 34, das ist schon echt. Das sind wir als Küstenbewohner einfach nicht gewöhnt. Und wenn das jetzt in Mannheim tatsächlich auch, also soll es ja werden, ne, so irgendwas zwischen 30 und 33 Grad wird. Ich denke aber, das John Deere Forum wird hoffentlich, weil es ja auch zentral und so ein Forum und was weiß ich, eine Messesaal ist, das wird schon irgendwie klimatisiert sein oder angenehm temperiert. Bin mir ziemlich sicher. Wenn nicht, muss man halt Alternativen finden, ne? Setzt man sich ins Auto schön die ganze Zeit und guckt sich den Livestream an. Ja, bei uns ist es jetzt auch langsam gut runtergekühlt. Es kriegt wieder ein bisschen frische Luft hier rein. Das ist echt entspannt. So, der fährt, das funktioniert. Ich gucke jetzt aber nochmal wegen Mission, ob es auch wirklich für Bahnhof, aber ich meine, ich bin mir, das ist Bahnhof. Ist Bahnhof. So, ansonsten gibt es missionstechnisch nichts Neues Schönes für uns. Hopfen, so viel haben wir nicht. Müsli und Vollmilch, Luzerne frisch, auch nichts zum Abgeben. Samstag wird es nicht ganz so heiß, aber Sonntag hatte ich auch gesehen. Genau, also Samstag knappe 30 und Sonntag dann eher wieder so 33 oder so, ne? So, der ist fertig. Auf dem Feld hier ist nicht mehr zu holen. Wir können den auch nicht fürs eigene Feld nutzen, wobei wir einen schönen Tipp gelesen haben, dass man teilweise die Geräte wohl für eigene Felder nutzen kann, aber halt nur, wenn man ein eigenes Schneidwerk zum Beispiel dran hat. Schneider spielt das wohl nicht. Das bringt uns mit dem nichts, weil das ist ja eine Kombi. Aber bei so einem Roper, wenn man den jetzt in der Mission hätte, würde es funktionieren. Ne? Den könnte ich dann mit dem eigenen Schneidwerk auf dem eigenen Feld nutzen. Ich glaube, ich würde aber mit dem eigentlich noch Zuckerrüben von unserem Hofsilo Richtung Zuckerfabrik fahren lassen, bevor wir jetzt die Mission tatsächlich abschließen. Ne? So schnell dringend brauchen wir das Geld noch nicht. Wir müssen nur wieder gucken, dass unsere Helfer nicht nachher out of Geld sind. Ne? Von daher. Der passt schon. Wegen Positivtest, echt ärgerlich. Von der Küste bis Mannheim schafft ihr das in 7-8 Stunden. Ohne Stau Richtung Süden fährt sich bestimmt. Also was? Ach, ich muss ich mein Fenster mal verschieben, weil ich den anderen, wie gesagt, den Farmcom-Stream. Ja, also mit Stau, also wir haben ja Glück. Also Freitag ist nicht der Bettenwechseltag hier, von wegen, dass alle aus dem Norden wieder Richtung Süden strömen. Das wäre bei Samstag mit Sicherheit schlimmer. Und
Ja, von daher haben wir nicht so das Problem. Und wir sind ja auch nicht im Zeitstress, ne? Also wenn alles gut geht, wie gesagt, ne, kann ja auch sein, dass noch Corona-mäßig irgendwas reingerätscht. Kinder noch krank sind morgen oder was auch immer, irgendwas komisch ist, dass die, ne? Dass wir dann doch nicht fahren. Aber krass, also morgen, ne, nur mal zur Info, in Nordfriesland sollen das morgen so 16 bis 17 Grad sein. Ja, hatte Shelly hatte schon Kummer, jetzt so eine packende Tasche für die Kids. Für, ne, Oma und Opa Besuch. Der ja eigentlich angeplant ist, sofern nichts dazwischen kommt. Und ja, da muss man dann eigentlich schon wieder beides einpacken, weil morgen 16 Grad, Samstag 17 Grad und Sonntag 23 Grad Nordfriesland. Welten. Also, das heißt, wir müssen nur das kalt, ne? Und dann passen wir uns langsam an, bis wir dann irgendwann in Mannheim angekommen sind bei 30 Grad. Was, liebe Leute? Ja, ich würde auch sagen, für die erste Folge war es das. In der nächsten Folge gibt es dann mal schon mal so ein paar Infos, ne? Richtung Webversion. Ich denke, ja, ich weiß nicht genau, weil jetzt dieses Wochenende nicht so viel Zeit ist. Montag ja dann auch knapp, wird dienstags nur ein Tag übrig zum Modden. Wird mir wahrscheinlich nicht reichen. Also vielleicht nächste oder dann übernächste Woche. Ne? Ich sage erstmal eine kurze Pause. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge und tschüss.